So, okay, also 10.2. Was haben wir gemacht? Ja, erster Schritt. So, also was war unser erster Schritt bei der Analyse dieses Glücksspiels? Ja, als allererstes haben wir so eine Tabelle aufgestellt. Aber das ist nicht irgendeine Tabelle. Diese Tabelle kennen wir schon. Nämlich, sagen wir, ohne dass wir da was eingefüllt haben, ist dies hier, nur das Gitter, ist eigentlich unser Omega. Ja, wir hatten jetzt mit zwei Würfeln gewürfelt. Also haben wir hier die ersten Würfel von 1 bis 6, hier den zweiten Würfel von 1 bis 6. Also unser Omega hatte 36 Elementen und für jedes Element von Omega haben wir eine Zahl hingeschrieben. Ja, nämlich wie viel wir gewinnen oder verlieren. Ja? Also in unserer Sprache, mengentheoretischen Sprache, bedeutet das, wir haben zu jedem Element von Omega eine Zahl zugeordnet. Ja, genauer. Jeden. Omega eine Zahl zugeordnet. Ja, jetzt waren das in dem Beispiel ganze Zahlen, aber wenn das Spiel ein bisschen anders gewesen wäre, hätten es auch reelle Zahlen sein können. Also wir wollen im Allgemeinen jedem Element von Omega eine reelle Zahl zuordnen. Und sowas, also mit anderen Worten, wir haben eine Abbildung. Ja, und zwar ging die von Omega, ich sage jetzt schon mal gleich die reellen Zahlen, wir haben jetzt zwar die reellen Zahlen nicht benutzt, aber das, die ganzen Zahlen sind ja auch reelle Zahlen. Ja, und diese Abbildung nenne ich mal x. Ja. Wir haben also so eine Abbildung betrachtet. Ja, also das würde man bei jedem Glücksspiel machen. Wir nehmen uns erst überlegen, was das Omega ist und dann für jedes Omega eine Zahl. Ja. Also für jedes Omega eine reelle Zahl. Ja, so etwas nennt man. Eine Zufallsvariable. Also das Wort ist ein bisschen blöd, wenn man sich jetzt die mengentheoretische Definition anguckt, weil es ist weder zufällig noch es ist eine Variable, es ist eine Abbildung. Aber die Namen kommen ja aus der Zeit, wo das noch nicht. Die Wahrscheinlichkeitstheorie noch nicht mit der Mengentheorie zusammengefügt worden sind von Kolmogorov. Und deswegen sind die Namen noch ein bisschen komisch. Ja? Aber das kann man nicht ändern. Die Namen haben sich gehalten, aber was eine Zufallsvariable ist, ist einfach nur eine Abbildung. Für jedes Omega ein Element in R. Okay, im nächsten Video schreibe ich das nochmal auf.